Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zur Star Wars Battlefront 2 Beta. Ja, ich habe mir natürlich die Beta vom nächsten Teil der Star Wars Battlefront Reihe heruntergeladen und werde jetzt bis zum 10., ne, bis zum 9.10. oder ja, 9.10. die Beta ein bisschen zocken und habe mir gedacht, ja, nimmst du dann direkt mal auf, weil es ja in nur 2 Tage werde ich bestimmt ein paar Stunden hier zusammenhaufen und warum nicht? Ich wollte original eigentlich auch den ersten Teil hin und wieder mal so ein bisschen was hochladen. Den habe ich für die PS4 geholt, wollte ich aber ursprünglich für den PC auch holen. Aber mein PC war damals noch nicht gut genug, beziehungsweise mein Laptop. Und ja, jetzt ist mein PC hoffentlich gut genug, um das Spiel hier zu handeln. Also ja, habe ich es mir für PC geholt und ich habe ja jetzt auch PC-Aufnahmegeräte und so. Also machen wir das so, ne? Gut, weil nicht bevor das Spiel angefangen hat, hat man hier so den Schauspieler von Finn gesehen, wie der so eine kurze Anleitung gegeben hat, was man in der Beta so spielen kann, so weiß ich nicht, was für Matches man machen kann, welche Helden man spielen kann und so. So angedeutet hat man so einige Sachen, so ein bisschen erklärt, was da alles auf einen wartet. Und ja, dann habe ich mir angeguckt. Ich hoffe, der Sound ist recht laut genug und ich bin nicht leise genug oder ich bin zu laut oder irgendwie sowas. Hab da, weiß ich nicht, irgendwie eine halbe Stunde lang drum gebastelt und jetzt ist mir halt auch langsam auch egal. Wenn das irgendwie Müll ist, dann ist es halt Müll und wenn nicht, dann gut. Und ja, gucken wir mal. Was haben wir hier? Hauptmenü. Ich werde wahrscheinlich als erstes, man hat hier glaube ich die Wahl zwischen Einzelspieler, 2 Sachen und Multiplayer, den werde ich natürlich auch zocken, aber ich will erstmal so Kampagne und Arcade versuchen, um so in die Steuerung reinzukommen und zu gucken, wie das Spiel hier funktioniert. Wie gesagt, ich habe nur die PS4-Version gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie sich das Spiel hier auf dem PC spielen lassen wird. Und ja, gucken wir mal. Ich habe hier so ein Unopened Crate. Kann man überhaupt die Sprache hier umstellen? Ich glaube nicht, ne? Weil wenn nicht, ist auch egal, aber ja. Mach mal, wir machen mal hier so weiter. Da kriegt man, glaube ich, so Sternkarten, die man für Dingens bekommen kann. Für die ganzen Charaktere, die man die Charaktere irgendwie so ausrüsten kann oder so, so wie ich da verstehe. Ich weiß nicht so viel über dieses Spiel. Ich habe mir nicht so Trailer angeguckt oder so oder Gameplays oder so. Also, ja, ich weiß nicht genau, was mich hier erwartet. Aber so ganz klein paar Sachen weiß ich hier von dem, was gerade erklärt worden ist. Und guck mal, öffnen wir mal das Ding, was da drin ist. Und ja. Boom. Zeig. Cooling Systems. Das sind sozusagen so Sachen, die einen irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die einen irgendwie so Wert verbessern oder so. Oder irgendwie spezielle Fähigkeiten geben und so. Ich weiß, ich sag sehr oft und so, ne? Ja, hier sieht man, was man irgendwie steuern kann, nehme ich an. Vielleicht muss man die Helden freischalten. Ich weiß es nicht. Ich habe noch kein einziges Spiel gespielt hier. Ich habe hier sofort, nachdem ich das irgendwie, weil ich runtergeladen habe, habe ich hier geguckt, ob ich das hier aufnehmen kann und also was. Und ja, wir sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Machen wir mal Watch Preview, können wir ja machen. Aber das mal hat Kampagne. Ich glaube zwar nicht, dass man natürlich alles spielen kann, aber guck mal, was die Einzelspielerkampagne so bringt. Ich hoffe ja, da ist irgendwie so ein Tutorial und so bei und ich halte jetzt die Klappe. The Empire will assault the very foundation of the rebels' pathetic belief in themselves. Tell me, I mean, what is the source of their belief? Hope. Correct. This message is a great honor, one I choose to share with my daughter. Hi. Admiral Versio, Operation Cinder is to begin at once. Resistance, rebellion, defiance. These are concepts that cannot be allowed to persist. You are but one of many tools by which these ideas shall be burned away. Heed my messenger. She shall relate you to your target.
Operation Cinder is the last command of our Emperor, and the first step in securing our future. Inferno is crucial to its success. What's our target? You are not verified. Okay, alles ruhig. Ich verstehe fast kein Wort. Ich dachte, Untertitel und so werden an. These are unusual times. Go, Commander. Do what you do best. Weil ich habe meine Lautsprecher sehr leise gemacht, damit man das Echo nicht im Dings hört. Im Video. Das ist jetzt extrem leise. Ich habe fast kein Wort verstanden, was gesagt wurde. Also ja, das ist ein bisschen doof. Ich möchte jetzt nicht hier lauter und leiser einstellen, weil irgendwie tut dann meine Aufnahme sich irgendwie die ganze Zeit. Ach, ich kann doch die Preview angucken, oder? Weil nicht, wenn ich irgendwie lauter und leiser mache, dann verstellt sich irgendwie meine Soundaufnahme und das ist dann wieder alles, kann ich wieder alles neu einstellen und so, und das ist ein bisschen doof. So, ich kann nur die Preview angucken anscheinend. Okay, dann hätten wir das erledigt. Dann machen wir das hier. Battle-Szenario, so Classic Encounter. Das ist hier so Kämpfe gegen Dingens. Dark Side. Ah, ich kann nur das Imperium spielen, ne? Roger, Roger. Himmel hat Feed. Onslaught hat Feed. Nabu. Machen wir erstmal das hier. Troop Survival. Das ist wahrscheinlich so was ähnliches wie im ersten Teil. Also wenn ich erster Teil sage, sage ich natürlich der Vorgänger hier von, wo man so gegen so NPCs kämpfen muss. Das ist, glaube ich, ein bisschen gut, um erstmal in das Spiel reinzukommen, bevor ich hier so in die Multiplayer-Kampagne reingehe. Kampagne, Multiplayer. Ah, wir können Druiden spielen, geil. Gut, fangen wir mal an. View Abilities. Ah, okay. Q, Thermaldetonator, E. Da bin ich schon irgendwie schaffen. So. Hi, Roger, Roger. Da unten sind sie ja auch. Also mal. Ich bin schon tot. Das sind aber keine Spieler. Oder? Nee. Wir versuchen mal nochmal. So, ganz ruhig. Melee. Springen. Q ist Thermaldetonator. Shift ist Rennen. Alles klar. Your Team ist Tricken Lead. Das ist sehr gut für mein Team. Warum bin ich überhaupt in der Perspektive? Ich will ein Third Person sein. Oh mein Gott. Das sind viele Leute. Oh Gott. Ich will nicht nachladen, ne? Das war ja schon im zweiten Teil. Oder? Doch, ich muss nachladen. So, aber jetzt eh. Das ist ein Schrot gewesen. Oder? Oh Gott. F. War ein Granatwerfer, oder? Da sind viele Leute, komm. Bewegt mich sehr langsam. Das ist irgendwie sehr komisch. Oh, du bist tot. Du bist tot. Das ist total chill, ey. Was ist das? War da gerade jemand unsichtbar? Ist da jemand? Okay. Au, was zum? War eine Granate. Thermal oder eine Atom, meine ich natürlich. Gut, so viel zu der Klasse. Probieren wir mal durch. Heavy. Komm langsam in das Spiel rein. Ach, man kann aus Quads bilden, so wie in Battlefield. So, da ist auch ein Thermal. Oder ist eine Mine? So, F sieht aus wie ein Schild, also. Oh mein Gott. Ja.
Nee, das, ach, das ist eine Kontaktgranate. Warte mal, hält denn das? Was zum? Hält ja unendlich lang. Ich habe jetzt gerade deaktiviert. So. Eine Minigun. Alter. Schießt einfach durch meine Kollegen durch. Ihr könnt das schon ab, oder? Okay, ich dachte, mit Heavy-Klasse hätten wir irgendwie so ein Panzerfaust-Typen. Aber anscheinend nicht. Alter, das ist gar nichts. Naja. Ah, okay. Muss jetzt abtreiben. Hi, was geht? Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Links einsetzen. Ha! Schild, was macht er jetzt? Der geht aber kaputt nach der Zeit. So, was bedeutet das? Ich bin halt nicht. Ich verstehe nicht, wie das mit dem Nachladen funktioniert. Und so gelbe Balken, so gelbe und blaue Balken. Okay, so weit, so gut. Das ist das. Aber nein, das ist nicht gut. Hi. Mit dem Screen, geil. Ja, erstes Match gewonnen. Boom, der ist gut. Victory. Frühjahr 28. Ein Stern. Ja, so heiße ich übrigens, Mr. Daniro. Bei Origins. Man muss ja ein Origins-Konto und so was alles hier anlegen. Und ja, ich habe jede andere Version hier probiert. So Daniro-kun, Sama und all so was. Ging alles nicht, also ja. Schade. So, hier. Man kann mit den einzelnen Klassen irgendwie aufleveln und so. Da werde ich mich jetzt nicht drum kümmern, warte ich erstmal, bis das Spiel rauskommt. Ja, natürlich werde ich mir halt volles Spiel auch noch holen, ne? War ja irgendwie klar. Gut. Wir machen noch eine Runde. Ich möchte die anderen Klassen auch noch kurz sehen. Gibt es da noch hier irgendwas? Hier, wipe them out. Oder kann ich jetzt auch? Nee. Okay. Dann machen wir das noch schnell und dann... Weiß nicht. Gucken wir mal. Machen wir in der nächsten Folge dann schon direkt hier Multiplayer. Mit so, weiß ich nicht. Wird da ein längerer Part, nehme ich an. Eine Stunde oder irgendwie so was. Mal schauen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Darth Maul. Warum denn nicht? So, Choke, Spin Attack, Fury Throw. Okay. Was geht? Meine erste. Oh cool. Durch die Maustaste kann ich zur Seite springen. Kann ich auch irgendwie abwehren? Also meine erste Frage. Hi. Was geht? Meiner. Wo? Wo? Was ist das? Oh, sie sagen, ich kann mich auf irgendeine Weise heilen, ja? F, boah. Für die ganze Zeit E. Ich muss so viele wie möglich erledigen, so schnell oder was? Der Angriff ist das. Schaffe ich nicht. Ah. Das sind 22. Was zu bedeuten? Guck mal, wie viele Gegner hier noch sind.
Ist das? Alter. Okay. Da war's. Okay. So viel dazu. Okay. Machen wir noch mal die Dings hier. Eine Runde. Ja, wird nicht so lange dauern, der Part. Machen wir noch mal eine Runde von den Einmos, damit ich die anderen beiden Klassen hier noch kurz testen kann. Im nächsten Part würde ich dann sagen, machen wir dann schon Multiplayer, ne? Oh Gott. Jetzt sehr gut das Spiel. Thanks for playing the beta. Kein Problem, mache ich doch gern. Morgen dann auch direkt. Okay, weiter mal ein Officer. Inspire 2 bei Instant More Damage, Blaster Turret. Flashgranate. Okay. So, als erstes möchte ich mal gucken, wie man Dings hier ändert. Third Person, ja. Oh, ist doch viel besser. Wow, komm. Was ist das? Eine Pistole. Oh. Alter. Da war jetzt nicht ich, oder? Ich glaube, das war ich. Nee. Keine Ahnung. Also die NPCs haben irgendwelche Fähigkeiten. So, versuchen wir nochmal. Roger, Roger. Okay. Muss ich mich noch daran gewöhnen, unten links hier auf der Karte zu gucken. Ist ungewohnt, das Spiel wieder auf dem PC zu spielen. Die allerersten beiden Battlefronts, die habe ich auf dem PC gespielt. Also wieder vollkommen anderes hier. So hat Gefühl. Was ist das? So. Ich hab nochmal drücke, dann zerstört er sich selber, ne? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Irgendwie nicht. Das tut sie automatisch. Ich buff euch hoch. Was ist das? Aua. Ihr seid jetzt stärker. Ah, ich bin immer noch schwach. Okay, Specialist. Was ist das? Ach, das ist ein Sniper. Equip Weapons. Ah, okay. Gut. Das making enemies in range. What? Schockgranate, also cool ist immer Granate. Thermalbinokel, okay. Werde ich schon gucken. Also cool ist immer Granate, alles klar. Ja, ach, die Roten sind das. So, was war das jetzt? Damit kann ich mich tarnen, ne? Bin ich unsichtbar? Hi. Natürlich bist du jetzt. Ich bin ein Sniper, ich sollte vielleicht nicht so so nah an meine Gegner. Boah, der hat den voll weg. Pass auf, das sind gerade. Okay. Hat den voll weggemeldet, habt ihr das gesehen? Ja. Ja, ich bin Sniper, da sollte ich mich vielleicht wie einer benehmen. So, F. Und der Enemy, warte mal. Na, ich habe da jetzt nicht gesehen. Ach, ist das? Ach, kann ich damit Gegner markieren für meine Verbündeten? Bald habe ich im Battlefield voll gerne gemacht. Und da auch mittlere Maustaste gedrückt. Die gehen voll auf einen los, ne? Wollen einen eher irgendwie kaputt hauen, habe ich so ein Gefühl. Alles klar.
So, mein Officer nochmal. Officer! Kann er mein Squad? Okay. Hi. Mann. Das ist kein Sanitäter oder irgendwie sowas. Das ist natürlich problematisch. Aber ich heile mich von selber, ne? Ja. So. Boom. So, geh los. Ich bin Officer hier. Ich muss meine Arbeit machen. Okay, boah, der Multiplayer wird sehr krass sein. Oh Gott, der stand in meinem Weg. Ich wollte eigentlich wegrennen. Ne? Der Schwarze, der ist den Schwarzen seine Schuld. Mhm. Boah. Ich bin jetzt tot. Alles klar. Du da warst das. Ja, du warst das ganz bestimmt. Wo ist an dem Ring um? So viele Offiziere, ey. Boom. Gut, noch ein Match gewonnen. Geil, oder? Auch alle Multiplayer fähig. Sie hat jetzt schon. Gut, ist klar. Aber das erledigt. So, ich kann das Spiel jetzt perfekt. Weil es alle online fertig ist. Ihr werdet schon sehen. Dann muss ich sagen, der Part wird beendet. Im nächsten Part werden wir uns dann um das Hauptspektakel hier kümmern. Im Multiplayer. Okay. Würde ich sagen, ich beende Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn euch die Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Das wird den Kanal sehr weiterhelfen. Und in dem Sinne sage ich Tschüss.